Nun hat der Marx in einer Klassengesellschaft gelebt, die sich gewaschen hatte. Gibt es denn diese Klassengesellschaft im klassischen Sinn überhaupt noch? Kann man Marx überhaupt heute noch so anwenden? Naja, nichts gibt es jemals noch, alles ändert sich, das ist klar. Und solange es eine weltweite Arbeiterbewegung gab, die sich auf Marx berief und schließlich sogar Staatssozialismen gab, hat sich der Kapitalismus gewaltig am Riemen gerissen und sich zumindest in unseren Zonen in eine ja, soziale Marktwirtschaft oder in diese Richtung verändert, nicht? Seit es diese Herausforderung nicht mehr gibt oder nur noch in kleinen Resten, nähert er sich praktisch täglich wieder den Analysen an, die Marx von ihm gegeben hat. Ich habe in den Nürnberger Nachrichten am Wochenende gelesen, die staatssozialistischen Modelle, die dürften sich Marx eigentlich gar nicht ans Revier heften. Lenin zum Beispiel. Mich hat das überrascht. Sehen Sie das auch so? Ach Gott, das ist nicht so leicht zu sagen. Sagen wir mal so, Marx hat einen Begriff geprägt, der heißt da Staatskommunismus. Und Staatskommunismus, so nannte er das, was Lassalle, sein Konkurrent in der deutschen Arbeiterbewegung, damals betrieb. Und von dem hielt Marx überhaupt nichts. Er sagte, nicht mal die Zigarren werden mehr gut schmecken, wenn die Staatsmonopol werden. Also streng genommen hielt er tatsächlich von einem staatsmonopolistischen Wirtschaftssystem nichts. Aber was heißt das schon? Also wenn man die Geschichte danach beurteilt, ob sie mit irgendwelchen Worten übereinstimmt, kommt man nicht sehr weit. Man muss sehen, erstens, es ist gescheitert im Osten, wirklich gescheitert, aber es waren die Ersten. Es ist so etwas wie Frühsozialismus, der entgleist ist und dann sogar schrecklich entartet ist. Aber es waren die Ersten, sie haben mal etwas probiert. Künftig gehört das dann zu den Erfahrungsschätzen der Menschheit. Irgendwann wird man das wieder auswerten. Je größer die Krisen sein werden, in denen wir uns befinden, desto größer wird das Interesse sein zu lernen, auch von den Fehlern. Sie haben mal geschrieben, ich zitiere das jetzt mal, erst wenn es glaubwürdig realitätstüchtige Vorstellungen einer neuartigen Alternative zum Kapitalismus gibt, die aus den Fehlern der Vergangenheit gelernt hat, dann kann Marxismus wieder im Ernst über den Kapitalismus hinausstreben. Was wären denn die Eckpfeiler solcher glaubwürdiger, realitätstüchtiger Alternativen? Wir haben im Moment keine weitergearbeitete Vorstellung davon, wie eine gesellschaftliche geplante Produktion aussehen könnte, ohne dass sie zurückfällt in ein System, welches auf Jahre im Voraus von oben bis zur letzten Schraube oder Mutter alles vorschreibt und dadurch die Initiative an der Basis lähmt, die Innovationsprozesse blockiert und insgesamt einen riesigen Staatsapparat und schließlich auch noch einen Überwachungsapparat nötig macht. Dies ist sozusagen das gescheiterte System. Andererseits, abgesehen von allen anderen Krisen, es muss irgendwann eine solidarische, gemeinschaftliche Wirtschaftsweise auf diesem Globus entwickelt werden, wenn unsere Gattung menschenwürdig überleben soll. So ist das Problem. Jetzt könnte es vielleicht wieder so weit kommen, dass man sich ernsthafte Gedanken über alternative Wirtschaftsformen macht. Vielleicht sind die nicht mehr wie ein anderes System, sozusagen von einem anderen Planeten, unterschieden auf jede Weise von Marktwirtschaft, wie wir sie kennen. Aber entwickelt werden müssen sie, sonst kann man nicht ernsthaft den Leuten sagen, wie der gute König Heinrich IV. In Frankreich gesagt hat, wir garantieren euch, dass ihr am Wochenende ein Huhn im Kochtopf habt. Na, das war es damals. Letztlich muss das gute Leben der einfachen Menschen das Kriterium sein. Wenn ich jetzt Marx richtig verstanden habe, dann sagt er ja nicht nur, weil wir Kommunisten sehen, die Verhältnisse sind schlecht, deswegen beschließen wir, wir machen es einfach ganz anders und besser, sondern seine Vorstellung ist ja, dass sich Verhältnisse entwickeln und revolutionäre Veränderungen eben auf der Basis dieser weiterentwickelnden Verhältnisse überhaupt erst möglich und notwendig werden. Das hieße ja aber auch, es müsste im Augenblick irgendwelche Merkmale geben, wo man sagt, das wären Ausgangspunkte für Veränderungen. Sehen Sie solche Punkte denn? Ja, aber allemal. Ganz anders, woher soll denn das kommen? Irgendwie müssen die Menschen, wie sie sind, ihre Kräfte, die sie haben, die müssen den Ausgangspunkt bilden. Und wenn man es mal ganz pauschal sagt, dann sind
was die Produktivkräfte angeht und die kollektive Intelligenz angeht, die Bedingungen heute viel günstiger als jemals zuvor in der Geschichte. Der sowjetische Sozialismus konnte keiner werden. Das war praktisch eine Industrialisierungsdespotie. Das war ein Entwicklungsland. Dagegen die computerisierte Gesellschaft, das, was heute oft phrasenhaft als Wissensgesellschaft diskutiert wird, ist im Grunde wie gemacht für die Lösung dieser Probleme. Zum ersten Mal gibt es auch eine Technologie, die das Problem der Probleme bisher, die Verbindung einer gesellschaftlich abgestimmten Wirtschaftsweise mit Demokratie, eher lösbar macht. Also man könnte sich eine Form gesellschaftlich koordinierten Wirtschaftens vorstellen, die so etwas wie eine Gleitplantechnik entwickelt, wo in Echtzeit die sich wandelnden Bedürfnisse und auch die sich wandelnden Möglichkeiten in das Konzept eingehen. Es ist jetzt alles nur stichwortartige Andeutungen, aber die menschlichen Produktivkräfte, das Können der Menschen und die sachlichen Produktivkräfte, die Anlagen, wie sie als Hardware da sind, haben sich auf eine Weise weiterentwickelt, die so viel Arbeitszeit von der unmittelbaren Körperlichkeit freisetzt, dass ein Sozialismus wirklich möglich würde. Zur Überwindung der Verhältnisse gehört ja auch, dass genügend Menschen das wollen. Jetzt haben die letzten Wahlen gezeigt, dass immerhin etliche Prozent Wähler bereit sind, ihre Stimme einer Linkspartei zu geben, die sich als sozialistisch bezeichnet und sogar Kommunisten in ihren Reihen hat. Die offizielle Sprachregelung ist, das sind Protestwähler. Gibt es denn tatsächlich aus Ihrer Sicht wieder massive Zustimmung zum radikalen Systemwechsel oder ist das, was wir da erleben, eben nur ein bisschen Protest? Ich glaube nicht, dass sehr viele Leute sagen, es muss sozusagen etwas anderes als Kapitalismus her. Von einer Systemfrage kann überhaupt keine Rede sein. Jetzt geht es darum, wenn man so will, einen neuen sozialen Reformismus wieder in die verwandelte Ökonomie reinzubringen. Ich spreche ja von Hightech-Kapitalismus. Der Hightech-Kapitalismus hat praktisch dem gemütlicheren, wir sagen Fordismus der 50er, 60er, beginnenden 70er Jahre ein Ende gemacht. Der Wohlfahrtsstaat, die sozialen Regelungen gingen zurück. Die Leute werden sich wahrscheinlich sagen, jetzt verlangen wir, dass das auf dem neuen Niveau wieder erobert wird. Und was da möglich ist, welche Formen sie erfinden werden, das kann man noch nicht sagen. Sie haben jetzt ein ganz neues Problem. Sie müssen sich mit der Globalisierung auseinandersetzen. Wir sind jetzt praktisch fast unmittelbar im Weltmarkt, auch mit unseren innergesellschaftlichen Beziehungen. Und wie das gehen kann, dass Kapitalismus wieder sozialer wird und gleichzeitig doch Weltmarktkapitalismus ist, das weiß im Moment keiner. Und diese Auseinandersetzungen werden auch darüber entscheiden, ob es ein neuer Reformismus ist, der sich da herausbildet, oder ob sich irgendwann doch, vielleicht in großen Katastrophen, vielleicht in Umweltkatastrophen, vielleicht in Kriegen, wir wissen es noch nicht, die Systemfrage stellt und man dem Kapitalismus insgesamt den Rücken kehrt. Ich habe jetzt gerade im Ohr von Ihnen noch, Sie sagen, es steht ein Reformismus an. Bei der Auseinandersetzung zwischen Marx und Lassalle, aber auch später mit der Sozialdemokratie, da ging es ja unter anderem auch um die Frage, ob eine Revolution nötig ist. Ist eine Revolution nötig? Das müsste man als philosophische Frage nehmen und nicht als politische. Als politische ist die Frage nach der Revolution im Moment offenbar absurd. Die ist so weit weg von der Wirklichkeit. Das geht so nicht. Philosophisch gesprochen, wenn man jetzt die Weltverhältnisse im Ganzen denkt und nach der Frage ihrer Dauerhaftigkeit, ihrer Nachhaltigkeit, sind sie haltbar, kann man so weitermachen, geht, dann muss man wirklich sagen, natürlich ist eine Revolution notwendig oder es gibt überhaupt kein Überleben für uns. Aber wie sich das in Politik umsetzt, ist eine andere Frage. Außerdem muss man auch eines sehen. Wir sind ja Zeugen einer ungeheuren Revolution, die in den letzten Jahrzehnten vor sich gegangen ist. Es ist eine ungeheure Revolution auf dem Gebiet der Produktionsweise passiert und begleitet, wenn man so will, von Aspekten auch politischer Konterrevolution. Das ist oft so in der Geschichte. Kurzum, die Frage nach der Revolution stellt sich etwas komplexer, ne?